Ja, hallo liebe Weinfreunde, willkommen mal wieder hier zu Werner Vino. Heute wieder ein Tag in der Krise, in der Ausgangssperre. Was kann man da machen? Man gönnt sich ein kleines Weinchen. Bei mir gibt es heute zwei, beim Ralf gibt es dann auch noch einen. Das Weingut heute ist von Philipp Heinz, richtig alte Reben aus der Pfalz, aus Kapellen-Drusweiler. Muss ich mir aufschreiben. Das ist in der südlichen Pfalz, an der südlichen Weinstraße. Ist gar nicht mehr so weit nach Frankreich, ins Elsass. Das sind nur 12 Kilometer nach Wissembourg. Könnt ihr euch so vorstellen, wo das ist. Gibt ziemlich viele gute Weingüter in der Gegend. Fällt mir gerade so ein. Und die Eltern hatten schon ein Weingut im Nebenerwerb. Und er als Kind hat sich schon gesagt, er will Wein machen. Hat auch immer mitgeholfen. Und hat sich gesagt, er will einfach sein Ding machen und seinen Wein machen. Und hat den, hat einfach dann losgelegt. Das Weingut hat 2 Hektar. Und hier wachsen Riesling, Chardonnay, Weißburgunder, Müller-Thurgau, Sauvignon Blanc, Pinot Noir. Dornfelder, Portugieser, also ganz, ganz viele Sachen. Der Philipp Heinz ist übrigens auch in der Generation Riesling, ist ja euch allen ein Begriff. Und ja, gehen wir einfach mal in Medias Res. Beim Ralf gibt es nachher noch einen Grauburgunder. Ja, ich fange jetzt mit einem Riesling an. Und das ist der Riesling, richtig alte Reben. Von ihm. Was man dazu sagen soll, wenn ihr euch das Etikett anschaut, das ist schon so ein Eyecatcher. Er steht einfach auf richtig geilen Wein und einfach so auffallende Etiketten. Und hier haben wir eben einen Riesling, der ist von alten Reben, also richtig alten Reben, Pflanzung 1956. Und ist im Holz ausgebaut. Ich bin extrem gespannt darauf. Oh. Holz kommt so ein bisschen durch. Wirklich nur ein bisschen. Wow. Das ist meiner Meinung nach eine kleine Spur zu kalt, muss ich mich mal ein bisschen ohrfeigen fast. Aber da kommt schon was durch, das ist der Hammer und der Geschmack. Wow. Bin sehr, sehr positiv überrascht. Das ist das erste Mal, dass ich von einem Weingut was probiere. Übrigens vielen Dank für die Freebies. Vielen Dank fürs Vorbeischicken. Ja, wirklich so Weinbergspfirsich. Bisschen Aprikose, bisschen Quitte finde ich auch. Das Holz ist da, aber das ist nur ein bisschen unterstützend. Aber jetzt wirklich nicht so mega präsent. Ganz toll. Puh.
Ein bisschen Ananas. Also Leute, für 12 Euro so ein Wein hier, Bombe. Also wirklich. Wow. Er macht jetzt immer mehr auf. Krass, krass, krass. Also, das hier ist Riesling, der schmeckt einfach richtig gut. Wow, macht Laune, ist so, glaube ich, so sein Flaggschiff und der hat schon was drauf, also... Was ich jetzt hier so beim Wein merke, das ist so die Liebe zum Wein beim Winzer. Und das gefällt mir immer so schön, während es so auch so ein bisschen schmeckt. Das macht Laune. Also, wenn ihr den bestellen wollt, seid schnell. Ich glaube, da gibt es eine 800 Flaschen. Also hier steht eine von 800 Flaschen. Also seid ein bisschen schnell, wenn ihr noch was haben wollt. Was man vielleicht noch sagen müsste, es gibt drei Linien quasi. Das ist jung, wild, sexy. Echt lustige Mischung. Da gibt es dann die Lady-Mischung und die Männer-Mischung. Das sind Cuvées. Finde ich eigentlich ganz cool irgendwie. Und dann gibt es eben How I Roll. Das sind eben die normalen Weine. Chardonnay, Riesling, ich glaube Sauvignon Blanc und so. Das sind so die Das ist so die Standardlinie und dann gibt es eben hier den geilen Stoff noch. Und dann gibt es noch Prickelndes, also ein Seco, glaube ich. Also von dem her, das sind so die Linien, die er fährt. Und hier, also das hier, das ist wirklich geiler Stoff. Ich brauche jetzt mal eine Pause. Ich gebe mal kurz an Ralf weiter. Ich übermittle mal meine Grüße ins Studio Österreich. Servus, ich melde mich gleich. Hallo, hier ist das Studio Österreich. Ich darf den Grauburgunder probieren, von Philipp Heinz, geiler Stoff, 2018, schrilles Etikett, schauen wir mal. So. Also ich bin ganz froh, den Grauburgunder probieren zu dürfen, weil woanders wird er immer niedergebasht und also ich finde einige von den vielen sehr schönen Weinen, die aus Deutschland kommen, sind Grauburgunder und ich würde einfach mal vorschlagen, geht mal zum badischen Winzer am Kaiserstuhl und redet schlecht über Grauburgunder. Schauen wir mal, was dabei rauskommt. Heute sind wir aber in der Pfalz. Ja, ich würde mal sagen, wir haben einen Sponti aus dem Holz. Davon gibt es nur 600 Flaschen. Jetzt nur noch 599, ne, im Ernst, ich glaube, da sind schon ziemlich viele weg, aber ich verstehe auch warum. Ja, der Wein hat Eiche, aber jetzt nicht so, so überbordend, wie man es manchmal, wie es manchmal der Fall ist. Der Wein hat eine Struktur, die den Ausbau im kleineren Fass zulässt. Ich nehme an, das ist ein Tourneau, 600 Flaschen, das wäre ein 500 Liter Fass und ist sehr schön eingebaut.
Ja, also die Nase, die passt. Ich rieche die Mirabelle. Ananas ist drin. Was Nussiges. Ja. Was Nussiges, Karamelliges. So in die Richtung. Also, unheimlich schön eingebaut. Der Wein ist trocken. Der ist richtig trocken. Super gemacht. Super gemacht. Hat 13,5%, die merkt man nicht. Das heißt, der Wein hat einen richtig schönen Extrakt. Ja. Er schlägt einen nicht. Es hat schon einen kräftigen Körper. Der Wein ist aber auch fürs Essen gemacht, ja, also für richtig große Küche. Die Farbe, typisch Grauburgunder. Ich finde, ein richtiger Grauburgunder, der hat so einen ganz, ganz leichten Rotstich mit drin. Also in jungen Jahren. Später geht es dann auch mehr ins Goldgelb. Vielleicht sogar ein bisschen Kokos. Ananas und Kokos. Schöne Säure. Das war 2018 gar nicht so einfach. Und der Wein hat Fließgeschwindigkeit. Ich schalte oder ich gebe wieder zurück nach Würzburg. Burki, viel Spaß mit den anderen Weinen. Grauburgunder gefällt mir sehr gut. Servus. So, vielen Dank, Ralf, für die Überleitung. Ich bin wieder da. Ich habe immer noch so ein Schlückchen Riesling im Glas, weil der lässt mich irgendwie nicht los heute. Dem muss ich ja jetzt noch Punkte geben. Und ich muss jetzt echt sagen hier, liebe Leute, das ist richtig guter Riesling. So ein richtig guter Tropfen. Von richtig alten Reben. Und das ist mir die 18 Punkte wert. Richtig gut. Tut mir leid. Richtig guter Stoff. Zweiter Wein. Zweiter Wein von mir, dritter Wein heute. Nochmal geiler Stoff. Pinot Noir. Von dem gibt es 600 Flaschen. Also ich würde mal sagen, da gibt es zwei Barriques, weil der Wein wurde 14 Monate im Barrique ausgebaut. Ich muss übrigens sagen, ich habe schon lange kein Pinot mehr getrunken. Das ist echt schade. Müsste ich wieder öfter trinken. Und schau dir mal die Farbe an. Das ist Pinot. Das ist Pinot, Mann.
Das auch. Ihr merkt mal, wie lang der Geschmack des Pinots jetzt bei mir auf der Zunge bleibt. Aber wie gesagt, schön trocken. Hat nur 1,5 Gramm Restzucker. 5 Gramm Säure ungefähr. Ist vielleicht noch eine Spur zu jung. Wir haben hier Jahrgang 17. Also ich würde sagen 17. Lassen wir nochmal 2 Jahre liegen. Der Riesling war übrigens Jahrgang 18. Ist noch so ein bisschen wild, ist so ein bisschen ungezügelt. Und diese 2 Jahre könnten dem Pinot noch ein bisschen gut tun. Aber er ist vielversprechend, sehr vielversprechend. Von der Nase her Kirsche. Oh, der zweite Schluck ist sehr viel harmonischer. Ist richtig. Der erste war ein bisschen ein bisschen ungezügelt. Und der zweite ist sanft und umschmiegend. Die Zunge um den Gaumen umschmiegend. Schön. In der Pfalz wachsen sehr schöne Pinot Noirs. Und ich finde, hier ist wieder ein Beispiel dafür. Also eine leichte Herbigkeit, so eine leichte Tannine sind noch erkennbar. Aber wirklich sehr, sehr, sehr gelungen und sehr schmeichelhaft. Finde ich schön. Gefällt mir. Richtig gut. Fließgeschwindigkeit hat er auch. Genauso übrigens wie der erste Wein. Ich muss sagen, fehlt noch ein bisschen nach oben. Aber ich würde ihn so bei 16 Punkten sehen. Oder ich muss mal probieren. Bin mir da jetzt überhaupt nicht so sicher. So lange kein Pinot mehr getrunken. Waldbeerig, so ein kleines bisschen Erdbeere ist aber wirklich so diese ganz intensive Walderdbeere, also wirklich ganz intensiv. Kirsche ist dabei, gepaart mit der Holzstilistik. Bisschen jung, aber schön. Punkte. Lieber Philipp, vielen Dank für die Weine. Und ich glaube, sowas könntet ihr euch auch mal in den Keller holen. Wirkliche Empfehlung vom Ralf und von mir. Wir haben da jetzt wirklich keinen schlechten Wein hier getrunken. Das ist wirklich, macht Laune. Aber mein Favorite ist heute Riesling. Also das ist wirklich, das ist mein Favorite heute. Ich meine, der Pinot ist nicht schlecht, aber Riesling ist es heute gerade bei mir. Das ist, muss ich jetzt sagen. Und den Grauburgunder, den konnte ich ja nicht probieren. Ne? Leider sind die Leitungen nach Wien noch nicht irgendwie so, dass man da Wein
instant transportieren kann. Aber ich muss wirklich sagen, tolle Weine. Und ich glaube, das ist ein Weingut, von dem werdet ihr in nächster Zeit mit Sicherheit noch ein bisschen was hören. In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund. Schaut, dass ihr wirklich gesund bleibt. Versucht, dass ihr irgendwie die ganze Situation irgendwie gut meistern könnt. Bleibt uns treu, erzählt weiter, dass es uns gibt. Abonniert uns auf YouTube, auf Instagram, Facebook oder einfach im Blog. Und ja, macht's gut. Servus. Ciao, ciao.